Meine Lieblings-Shisha-Köpfe, die besten Empfehlungen, die ich euch ans Herz legen kann, in jeglichen Kategorien, egal wer ihr seid, ihr werdet einen Kopf hier mit dabei haben, der gut für euch ist. Und deshalb geht es los. Bevor wir anfangen, aber noch ein anderer Punkt. All diese Köpfe sind mit HMD. Hier sind keine Köpfe für Kamin-Setups dabei. Man könnte einige von denen natürlich mit Alufolie rauchen, aber bitte kauft euch einen HMD dazu. Das macht euer Rauchvergnügen direkt um 3000% besser. Ich garantiere es euch. Und wenn es nicht funktioniert, ich habe den HMD-Guide, schreibt mir Kommentare, kommt in den Livestream und fragt, wir kriegen das zusammen hin. Aber mit HMD rauchen, sehr nice. Die erste Kategorie an Köpfen, wir haben die in vier verschiedene Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie, die wir haben, sind Köpfe für Vierschlauchpfeifen. Das heißt, wenn ihr drei oder vier Personen an einer Pfeife hängen habt, ne, wenn ihr mit euren Freunden zusammen einen Kopf auf einer Pfeife raucht, aber mit drei oder vier Personen, dann sind das hier Köpfe, die ich euch ans Herz legen kann. Und als erster wäre da der gute alte Oblaco L. Klar, Oblaco hat nicht die beste Performance auf der Welt, aber es gibt sie wie Sand am Meer. Fast jeder Shisha-Laden hat die Dinger rumstehen. Der L hat ordentlich Tabakvolumen, wo ihr richtig Tabak reinballern könnt. Der nimmt gute 25 Gramm Tabak und das reicht easy aus, um mit vier Leuten ganz gemütlich Einsatz Kohle lang Pfeife zu rauchen. Oder ihr könnt ihn natürlich auch alleine rauchen, dann mit Kohle nachlegen, auch drei Stunden lang, wenn ihr Bock habt. Oblaco L, immer noch ein gutes Ding. Falls ihr das Ganze ein bisschen sparsamer angehen wollt, hätten wir hier noch den Emotion Dot. Ein kleiner Kopf, der fast vermuten lässt, dass er eher sparsam ist, stimmt aber nicht. Da gehen auch vorneweg 22 Gramm rein. Die Grammzahlen sind übrigens auf mich angepasst, mit mindestens einem leichten Kontakt, aber schon wahrscheinlich eher mehr Kontakt. Das kann immer mal ein paar Gramm variieren. Aber unter 20 wirst du den wahrscheinlich nicht gebaut bekommen und ihn dann noch gescheit rauchen können. Wenn ihr jetzt nur zu zweit an einer Pfeife raucht, oder ich sag mal so, ihr seid nie alleine, aber ihr seid oft auch nicht drei oder vier, manchmal aber schon, dann könnte dieser Kopf hier was für euch sein, weil er ein bisschen weniger Tabak nimmt als der Oblaco L. Und deshalb ein bisschen sparsamer ist. Außerdem passt der natürlich saugut zu einer Emotion-Pfeife, falls ihr davon eine habt. Und meine Lieblingsempfehlung in dieser Kategorie, der Vandenberg V2. Nimmt auch richtig gut Tabak, kostet auch am meisten von allen Köpfen, die wir jetzt hier hatten. Ist von der Performance her für mich aber auch der beste, wenn es darum geht, mehrere Leute an einer Pfeife mit ordentlich Tabak zu versorgen, sodass die mindestens Einsatzkohle easy verrauchen können. Und wenn das ihr seid, drei oder vier Leute und ihr wollt den ganzen Satz Kohle ordentlich Dampf haben, dann holt euch einen Vandenberg V2. Nachdem wir die großen Funnel jetzt schon hatten, kommen wir zu großen Mehrlochköpfen. Die sind nicht übertrieben groß und den ersten, den wir da haben, wäre auch schon meine Empfehlung, wenn ihr euch nur einen von der Liste holen wollt, dann holt euch den hier als ersten und einzigen Mehrlochkopf, falls ihr das mal testen möchtet. Das ist der Cosmo Türkisch. Den gibt es auch noch in verschiedenen Designs. Der hier ist jetzt normal, es gibt noch Predator und ganz viele verschiedene Namen. Solange das grundlegend nach dieser Form hier aussieht und das Depot ähnlich zu diesem Kopf hier aussieht, ist das wunderbar. Ob der außen noch ein paar Rillen hat, noch ein paar Kanten hat, scheißegal. Aber das hier ist für mich der ultimative Ein-Mehrloch-Kopf, der alles kann, Kopf. Stark. Und das Geilste an dem Kopf ist, der ist auch noch relativ günstig. Den gibt es zum Beispiel bei Dome für 15 Euro. Wenn du noch Code SWG10 mit reinklatschst, kriegst du nochmal 10% und dann kriegst du den Kopf für 13,50 Euro. Das heißt, einmal selber kochen, statt Pizza zu bestellen. Und du kannst dir den hier ziehen und dann kannst du mal wieder was Neues ausprobieren, falls du Mehrloch noch nicht probiert hast. Do it. So, zwischendrin ein kleiner Zug. Ich habe übrigens einen Lowlord angemacht. Man könnte meinen, der könnte noch kommen auf der Liste. Übrigens Kiwi-Smoothie und Traube. Also Kiwi und Traube sowieso eine absolute Brecher-Kombi. Ja, das ist nett. Der nächste Kopf, den wir hier haben, ist ein bisschen ein Hybrid. Und zwar haben wir hier den Vosco Rimsia Mumia. Ebenfalls recht günstig, ungefähr 15 Euro. Manchmal auch noch mit SWG10. Übrigens, die ganzen Rabattcodes sind unten in der Videobeschreibung. Guckt da gerne mal durch. Vielleicht könnt ihr da das ein oder andere Mal noch 10% bei eurem Shisha-Einkauf sparen. Das ist so ein bisschen Hybrid. Meinen würde ich jetzt eigentlich eher in die Kategorie sparsam Mehrloch packen, aber je nachdem, was sie für ein Depot erwischt, und die sind leider immer relativ unterschiedlich, kann das mit dem problematisch sein. Manchmal braucht er mehr Tabak, manchmal braucht er weniger Tabak. Das heißt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, habe ich in der tatsächlichen Kategorie sparsame Mehrlochköpfe noch bessere Empfehlungen für euch. Nichtsdestotrotz, günstiger Kopf, einer der ersten guten Mehrlochköpfe, die wir in Deutschland hatten. Und einfach ein gutes Ding. Nur beim Depot muss man eben Glück haben, je nachdem, was man haben möchte.
Und der letzte Mehrlochkopf, der kein kleines Depot hat, ist eine Killerball. Wieder von Cosmo, es ist derselbe Ton, es ist derselbe Hersteller, nur dass die Depotform etwas unterschiedlich ist. Und ich kann euch gar nicht genau erklären, wieso, weshalb, warum das einen Unterschied macht, aber über die Jahre, die Erfahrung zeigt, es kann einen Unterschied machen. Beispielsweise, wenn ich Blackburn rauche, benutze ich super gern eine Türkisch-Variante, also die abgerundeten, die ihr vorher gesehen habt. Wenn ich aber Must-Have rauche, finde ich tatsächlich die Killer-Variante unglaublich nice. Und das ist praktisch dasselbe wie die Cosmo Türkisch, nur eben als Killer. Ebenfalls 15 Euro bzw. mit SWG10 nochmal 10% Rabatt, 13,50 Euro für eine hammergeile Killerball. Und nach den normalen Mehrlochköpfen kommen jetzt die normalen Funnel. Da hätten wir direkt noch einen Honorary Mention, den habe ich letztens im Stream getestet, das ist die Thick Bowl. Muss aber sagen, auf Dauer war mir jetzt das Depot etwas zu tief. Das heißt, du hattest unten immer so ein kleines bisschen Tabak, den du nicht komplett optimal verbraucht hast bei einem Satz Kohle. Das war ein kleiner Nachteil gegenüber dem Popo. Auf der anderen Seite fand ich die Performance von dem 2% besser als vom Popo. Ich würde wahrscheinlich eher mit der Effizienz gehen. Nichtsdestotrotz habe ich letztens getestet, fand ich actually ziemlich nice. Deswegen hat er es noch schnell mit auf die Liste geschafft. Und wo wir gerade schon von dem Kollegen geredet haben, mittlerweile sollte ihn hoffentlich jeder kennen, der Hukain Popo. Für mich einer der Nonplusultra-Funnel und es gibt auch nur einen einzigen Grund, warum ich den mittlerweile nicht mehr so oft rauche. Und das sind die Köpfe von den sparsamen Funnel, zu denen wir gleich noch kommen. Aber wenn ihr sagt, Sparsamkeit ist jetzt nicht meine oberste Priorität, ich will Einsatzkohle, perfekte Ergebnisse bis zur letzten Minute, solange wie das eben geht, solange wie die Kohle Hitze gibt, dann holt euch lieber einen Popo anstatt einen von den sparsamen Köpfen. Aber bei den aktuellen Tabakpreisen gucken wir, glaube ich, doch gleich nochmal in die sparsame Kategorie an. Und der letzte Kopf, den wir noch auf der Liste haben für die Funnel, ist der Vandenberg V1. Die sparsamere Variante zu dem Vandenberg V2. Ich bin gespannt, ob Vandenberg dann irgendwann auch nochmal einen Mehrlochkopf rausbringt. Aber Vandenberg V1 ist eingeschlagen wie eine Bombe. Es gab jetzt in letzter Zeit ein paar Lieferprobleme, die sollen sich jetzt aber wohl lösen. Es sollen auch neue Colorways kommen. Hoffen wir, dass da alles gut geht. Depotvolumen ist wie bei den anderen Köpfen, würde ich sagen, roundabout so um die 20 Gramm. Damit kriegt man schon echt gute Ergebnisse hin und ist für eine Person easy mit einem Satz Kohle wunderbar. Und damit kommen wir zu der Kategorie sparsame Mehrlochköpfe. Jetzt habe ich erstmal zwei, die sind relativ ähnlich, die können wir in einem Rutsch wegmachen. Und zwar ist das einmal wieder eine Cosmo Bowl und der Darkside Shot. Diese zwei Köpfe verwirren mich so ein bisschen. Also der Kampf zwischen diesen zwei Köpfen verwirrt mich, weil es sind beides ultra geile Köpfe. Manche sagen, der performt ein kleines bisschen besser, andere sagen, der Cosmo performt ein kleines bisschen besser. Ich finde, die performen nahezu identisch. Depotform ist nahezu identisch, du kannst beide so ungefähr mit, sagen wir mal, 10, 11, 12 Gramm rauchen, je nachdem wie viel Tabak man reinmachen möchte. Das einzige Problem, der kostet 30 Euro, beziehungsweise mit Rabattabzug 27 Euro und der kostet 23,50 Euro. Wenn ihr den für 13,50 Euro kriegt, nehmt lieber den Cosmo Shot. Außer ihr sagt, der ist wunderschön und ich will den unbedingt haben und das Geld ist mir egal, dann nehmt den. Und als letztes in unserer sparsamen Mehrloch-Kategorie haben wir den Element Relic. Das ist eigentlich ein Werkbundkopf, der wurde aber von Element bestellt und gebrandet und deswegen ist es jetzt die Element Relic Bowl und nicht mehr der Werkbundkopf. Ist trotzdem ein süßer, kleiner, sparsamer Mehrlochkopf, der auch wunderbar zu einem HMD passt. Einfach gut performt, schön aussieht und wenn man dann die anderen satt gesehen hat, dann kann man auch noch mit dem rauchen. Aber meine Top-Empfehlung aus der Kategorie, sparsame Mehrlochköpfe, wäre auf jeden Fall Cosmo Shot. Und dann kommen wir zur letzten Kategorie, sparsame Funnel. Angefangen mit der günstigsten Alternative in dieser Kategorie, der Quantum von Mosaic. Der Quantum war ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, er ist der günstigste. Du kriegst ihn für ungefähr 17 Euro, manchmal noch mit ein bisschen Rabatt. Also roundabout für 15 Euro könnte man ihn schon bekommen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich den perfekten Kopfbau und das perfekte Hitzemanagement für diesen Kopf hier rausbekommen habe. Er ist relativ leicht und der Hersteller sagt, das soll gut für die Hitze sein. Ich persönlich finde das eher schlecht für die Hitze. Ich mag schwere Köpfe mehr als leichte Köpfe, weil die Trägheit der Masse dafür sorgt, dass die Hitze gleichmäßiger gehalten wird und das tut Tabak meistens gut. Die Erfahrung habe ich auch mit dem Kopf gemacht. Er ist ein bisschen zickig am Anfang, aber sobald man weiß, wie man mit diesem Kopf umzugehen hat, funktioniert er extrem gut. Ist schön sparsam und kostet am wenigsten Geld in der Kategorie sparsame Funnel. Und deshalb musste der mit auf die Liste. Und dann haben wir noch drei verschiedene Köpfe, die aber eigentlich dieselben Köpfe sind, also machen wir sie in einem. Wir haben die Nice Bowl, wir haben den Low Lip und wir haben den Low Load. Die Köpfe sehen unterschiedlich aus, ja, aber vom Depot her
sind die eigentlich nahezu dieselben Köpfe. Es sind alles die Low-Capacity-Bowls von Hukain. Und ganz ehrlich, meine Meinung dazu ist, von der Performance her sind die alle geil und es macht kaum einen Unterschied. Weder von der Füllmenge noch von der Performance hast du große Unterschiede zwischen diesen Köpfen. Und deshalb ist meine Empfehlung, und von den Preisen sind die auch immer so um die 25 Euro, minus nochmal Rabatt. Bei hukain.de könnt ihr auch auf alles, was nicht Tabak ist, mit SWG 10 10% bekommen. Der einzige Unterschied zwischen diesen Köpfen ist die Optik. Es ist scheißegal. Nimm einfach den, den du von diesen drei am schönsten findest und fertig. Bei mir ist es meistens der Lowload, weil ich tendenziell kleine Pfeifen rauche. Irgendwann hatte ich den Lowload relativ satt gesehen. Dann habe ich eine ganze Zeit die Nice Bowl geraucht, einfach damit ich mal wieder einen anderen Skin hatte für meinen Low-Capacity-Kopf. Und wenn ich große Pfeifen rauche, dann nehme ich gerne den Low-Lip. Und das ist auch schon der ganze Unterschied. Aber für roundabout 25 Euro kriegst du ebenfalls den geilen Clay, den die auch beim Popo benutzt haben. Das heißt, du hast gute Hitzeeigenschaften, du hast ein sehr sparsames Depot. Sie sagen, du kannst ab 8 Gramm damit rauchen, kriegt man auch hin. Bei mir in der Realität sind es eher 12 bis 14. Aber das sind eben immer noch gute 5, 6 Gramm weniger, als ich in einem Popo, einem Vandenberg und Co. hätte. Und deshalb würde ich sagen, overall sind das hier immer noch meine meistgerauchten Köpfe. Meine absoluten Favoriten aus jeder Kategorie zeige ich euch jetzt. Und das hier wäre genau meine Auswahl. Und meiner Meinung nach, mit diesen 5 Köpfen kommt man super hin für fast alles, was einem entgegenkommt. Das Einzige, was ich noch gerne drin hätte, wäre der. Aber wenn ich mich zwischen der Cosmo Türkisch und der Cosmo Killer entscheiden müsste, wäre es eher die Cosmo Türkisch. Wir haben in der Kategorie große Funnel den Vandenberg V2, normale Funnel den Vandenberg V1, normale Mehrlochköpfe die Cosmo Türkisch, sparsame Mehrlochköpfe, die Cosmo Shot und zum Abschluss als sparsamen Funnel den Hukain Lowload. Die 5 Köpfe sind's für mich. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat oder helfen konnte, Daumen nach oben, Abo da lassen wir ein Träumchen und dann bis zum nächsten Mal. Sayonara.